So, und da sind wir wieder zurück. Jawohl, hier haben wir ja letztes Mal gegimmt. Die Kutsche gefolgt haben wir schon. Hey, wo ist der Aufseher? Ich danke dir. Wenn du hörst, was er vorhat, bedankst du dich nicht. Wen haben wir da? Oh. Der ist ganz verdächtig ums Lager rumgeschlichen. Ist bestimmt ein Yankee-Spion. Nein, der ist was anderes. Was Besonderes. Ist es nicht so, Haytham? Church hat mir alles von dir erzählt. Ja, und herzlich willkommen auch zurück. Ja, solltest du wollte ich noch sagen. Wissen. Oh. Du bist nicht in der Position, Drohungen auszusprechen, oder? Doch, ist er. Noch nicht. Wenn du mit diesen Pflegern fertig bist, treffen wir uns in New York. Was? Was? Willst du einfach weg jetzt? Hä? Raff ich nicht. Wenn du mit diesen Pflegern fertig bist, treffen wir uns in New York. Wenn du nicht mit ein paar Söldnern fertig werden kannst, dann sollst du auch nicht zusammenarbeiten. Unglaublich. Lol, ist das ein Drecksack, Alter. Oh, da habe ich vergessen, die Space-Taste wieder zu drücken. Wieder. Ah, wieder vergessen. Oh, wieso geklappt ist denn das jetzt nicht? Lad nach. So. Mein Gott. Ah.
Mal plündern, würde ich sagen. Ja, und damit sage ich dann auch hallo erstmal richtig. Ja, da haben wir es gerade so noch geschafft. Hätte er uns fast was auf... ja, wie soll ich sagen? Uns fast fertig gemacht. Jetzt mal hier so ein paar Wurfpfeile. So. Den hatten wir noch nicht. So, jetzt haben wir sie alle. Jetzt will ich mal gerade Tab drücken. Wo müssen wir hin? Okay. New York. Kann ich da nicht hinreisen? Hauptmission, ja. Okay, wir können aber zum Hafenmeister schnell reisen. Jawohl, das werden wir machen. Es sollte schneller gehen. Denke ich. Hoffe ich. Ja. War gerade alles so ein bisschen rumpelig. Auf jeden Fall haben wir es gerade so geschafft mit unserem Hinterherschleichen, würde ich sagen. War schon sehr spannend. New York, Ostbezirk, Templer. Okay. Wollen wir mal gerade hier markieren. Komm. Markieren, wie weit ist das weg? 64 Meter. Naja, gut, okay. Das laufen wir, dafür ruhen wir jetzt kein Pferd. So, und damit starten wir auch schon die nächste Mission. Wie gesagt, ich werde weiterhin bei den Hauptmissionen nur bleiben. Vater und Sohn kommt jetzt aus dem Grund, ja, ich will euch ja in dem Sinne die Story zeigen. Und ich finde, dafür reicht das dann auch. Könnt mir ja mal einen Kommentar dazu schreiben, wie ihr das findet. So. Aber bis jetzt hat sich ja auch keiner beschwert, also glaube ich nicht, dass das so schlimm ist. Guten Abend, Connor. Es ist ja noch alles dran an dir. Hast du dich von den Schlägen erholt? Alte Weichklöte. Ich hat sich in einer verlassenen Brauerei im Wasser. Bis Sonnenaufgang sind wir fertig. Gut. Ich möchte die Vorräte so bald wie möglich zurückgebracht haben. Natürlich. Ich will dich nicht von deinem sinnlosen Treiben abhalten. Dann komm mit, folge mir. Wir folgen ihm. Juhu, eigentlich mal wieder ein bisschen klettern, was ja auch eigentlich Sinn des Spiels war. Ja, was willst du jetzt? Mein Gott, ist der lahmarschig. Na komm, schneller hier. Lahmarschiger. Philemon, du. Echt. So, weiter geht's. Sag mir was. Du hättest mich beim ersten Treffen töten können. Was hat dich davon abgehalten? Neugierde. Noch weitere Fragen? Wonach trachten die Templer wirklich? Ordnung. Sinn. Richtung. Nicht mehr als das. Ihr seid es, die alles mit diesem Gefasel von Freiheit durcheinander bringen. Vor langer Zeit verfolgten die Assassinen ein edleres Ziel. Nämlich den Frieden. Freiheit ist Frieden. Oh nein, sie ist Aufforderung zum Chaos. Sieh dir nur diese Revolution an, die deine Freunde begannen. Ich stand einmal vor dem Kontinentalkongress und hörte ihr Gestampfe und Geschrei. Alles im Namen der Freiheit. Doch es ist nur Lärm. Und deswegen begünstigst du Lee? Er versteht die Bedürfnisse dieser Möchtegern-Nation besser als die Holzköpfe, die behaupten, sie zu repräsentieren.
Es kommt mir vor, als hättest du saure Milch getrunken. Das Volk hat seine Wahl getroffen. Es wählte Washington. Nicht das Volk hat gewählt. Es war eine Gruppe privilegierter Feiglinge, die sich zu bereichern suchten. Sie kamen geheim zusammen und trafen die Entscheidung, die ihnen passte. Oh, sie haben es in schöne Worte gepackt. Doch dadurch wird es nicht wahrer. Der Unterschied, Connor. Der einzige Unterschied zwischen mir und deinen Leuten ist, dass ich kein Mitgefühl heuchle. Das gibt uns alles irgendwie ein bisschen zu denken. Zumindest dem Connor. Wollen wir mal hier weiter hinterher jumpen. Denke ich mal ein bisschen hier über Häuser laufen. Das gab es ja schon lange nicht mehr, wenn man ganz ehrlich ist. Das wird hier so ein bisschen vernachlässigt. Aber ich glaube, das liegt auch da dran, weil wir halt nur die Hauptmission machen und von einem Ort ja in den nächsten reisen. Na, da war der Typ wieder nicht schnell genug. Und hops. 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 So, ging schneller. Einen Moment. Church, du gerissener Bastard. Was ist? Ich hatte vor, dich durch die Wachen zu schleusen, doch er hat sie durch Leute ersetzt, die ich nicht kenne. Ich sollte vorbeigelangen, ohne Verdacht zu erregen. Aber du? Nein. Entweder zusammen oder gar nicht. Was schlägst du denn vor? Ich suche eine Wache, die dienstfrei hat und nehme seine Uniform. Wie du meinst. Ich warte hier auf dich. Natürlich tust du das. Oh, entschuldige. Willst du vielleicht, dass ich mitkomme und deine Hand halte, dir aufmunternde Worte zuflüstere? Oh. 116 Meter, dann gehen wir mal wieder oben aufs Dach. Eigentlich ein bisschen klettern. Hey, hey, hey. Da hinten würde ich sagen, gehen wir rüber, so wie wir hierher gekommen sind. Au. Oh, 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 oh. So würde ich sagen, dann würde das nämlich passen. Müssen wir nur erstmal gucken, was da los ist. Gut, der geht da spazieren. Oh, da war noch so ein Holzteil. Oh, scheiße. Halt die Schnauze. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo der Penner ist. Wo will der denn hin? Ein bisschen beobachten müssen wir das ja erstmal nicht hier über den Kopf zerbrechen. Da sind einfach zu viele Menschen, finde ich. Ja, dann müssen wir uns gucken, wie wir den dann kriegen. Ich würde sagen, das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen bei Assassin's Creed 3. Mein Name ist Glabur und vielen Dank fürs Einschalten.